Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen. Ja, was waren die letzten zwei Wochen anstrengend? Erst war die Toy Fair in New York. Und dann war die ECCC-Ankündigungssache. Es war richtig viel los. Und diese Woche ist nix. Ja, genau. Ich habe wirklich nicht viel anzuzeigen. Deswegen fangen wir aber gleich mal an und mal gucken, wie lang die Show dann wird. Vielleicht zeige ich euch heute noch mal ein paar andere Sachen. Ja, wir haben wieder gleich zwei Sachen, die wir so nicht ohne weiteres kriegen können. Das ist einmal Wolfgang und das ist einmal der Big L aus dem Funko Shop. Ja, Funko Shop Exclusive. Ich finde, der sieht ziemlich cool aus, der Wolfgang. Ne? Ein bohlender Werwolf. Es ist irgendwie faszinierend. Die Figuren sind sowieso ganz witzig. Ich mag ja diese, die nennen sich Plastic Spastics, beziehungsweise jetzt zukünftig werden sie wohl Fantastic Plastic heißen. Das hängt wohl damit zusammen, dass sich da irgendwelche Leute bei Funko beschwert haben, dass das ja nicht in Ordnung ist, wenn man diesen Titel nimmt als Spastic, dass das irgendwie nicht so geil ist und dementsprechend müssen sie da wohl was ändern. Obwohl das seit irgendwie, ich glaube seit über 20 Jahren oder so ist das bei Funko eben dieser, weiß ich gar nicht, sind die überhaupt schon so lange am Markt? Ich habe keine Ahnung. Die Wacky Warbler gibt es schon sehr, sehr lange. Also das ist tatsächlich schon lange so, dass die diese Figuren rausbringen und daraus machen sie jetzt halt überall Funko Pops und die haben dann halt diesen Titel. Jetzt nicht so schlimm, aber gut. Gibt immer wen, der sich über irgendwas aufregt, dementsprechend machen die das halt so. Ob ihr an die Dinger rankommt, kann ich euch so nicht sagen. Die werden vielleicht irgendwie später mal in anderen Shops erscheinen. Inzwischen ist das mit den Funko Shop Sachen nicht immer ganz so klar, ob die noch woanders rauskommen, aber da die jetzt so international nicht bekannt sind, wird das wahrscheinlich nicht passieren. Hierbei bin ich mir zum Beispiel nicht sicher. Das ist Presto. Und ihr seht das vielleicht gar nicht, aber Presto wird geschickt in einem Zylinderhut. Jawohl, das finde ich ziemlich geil. Damals gab es ja schon mal sowas, da war dieser Bao, diese kleine Teigtasche, die kam ja auch in so einer Verpackung, die dann so aussah wie die Verpackung dieser Teigtaschen. Und jetzt haben sie halt einen Zylinderhut gemacht für diesen Zaubererhasen. Das ganze Ding ist basierend auf einem Pixar-Filmchen, Kurzfilm. Auch wieder Funko Shop, keine Ahnung, ob wir drankommen. Ich finde den ziemlich süß, obwohl er sieht ein bisschen aus wie der von Pets. Keine Ahnung. Erinnert mich irgendwie, ich weiß nicht warum, Zauber und so, das erinnert mich an Hase Cäsar. Kennt ihr das noch? Das ist ganz alt. Ich glaube, das lief im ZDF. Und das war halt so ein Bauchredner, der hatte dann im Prinzip den Zylinderhut hier. Und dann war da dieser Hase und der war schon ziemlich gruselig, dieser Hase. Ja, und dann hat er so getan, als hätte er dann hier, hallo, ich bin der Hase Cäsar und ich muss euch da sorgen. Ganz eindeutig. Also, das ist auf jeden Fall eine ziemliche Sache. Na, hallo, hey Dodo, hör mal zu, was ist denn hier los? So ungefähr, und dann hat er Zeichentrickfilme angekündigt und dann liefen da so Popeye und so Sachen. Mein Gott, ich bin alt, oder? Das kennt ihr gar nicht mehr, ne? Sowas kennt ihr gar nicht mehr. Ne? Und öffentlich-rechtliches Fernsehen, ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich, die meisten von euch werden das wahrscheinlich noch nie angeschaltet haben. Höchstens für Fußball. Ne? Ich weiß es nicht, ich urteile nicht, keine Ahnung, macht das, wie ihr wollt. Ich mache den Fernseher gar nicht mehr an, zum Beispiel. Ne? Der lief seit, keine Ahnung, Monaten nicht mehr. Ne? Netflix, overall. Ja, okay. Machen wir das nächste Thema? Ja, wir machen das nächste Thema. Der Hase war gruselig damals, ey. Cäsar, echt. Alter Schwede. Was anders gruselig ist, das sind die Ghostbusters. Da gibt's Mystery Minis. Und die sehen fantastisch aus. Ich habe hier jetzt mal nur die Specialty Series. Es gibt auch noch zwei andere Exclusive Varianten. Einmal von GameStop, glaube ich, und einmal von Hot Topic. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Kann auch was anderes sein, aber auf jeden Fall, das ist die Specialty Series. Da haben wir ziemlich coole Figuren. Wir haben die Ghostbusters, die vier Jungs, die super aussehen. Auf jeden Fall, ich finde das Design ist großartig. Dann haben wir zwei von den Jungs, die dann sind dann mit dem Marshmallow-Mann-Schleimmasse-Dingens eingedingst. Das sind die Fachbegriffe dafür, ne? Könnt ihr euch so merken, ist alles okay. Na, dann haben wir den Louis, dann haben wir die Dana und wir haben Gozer. Ja, das ist so. Sehen alle super aus, ich finde das Design fantastisch. Also, ich würde mich auch freuen, wenn sie solche nochmal für The Real Ghostbusters machen, so Mystery Minis, das wäre auch ziemlich geil. Na, dann gibt es noch einen Slimer mit dazu, es gibt dann noch den Marshmallow Man in Wütend und dann noch einen von diesen Zool-Kollegen. Ist auf jeden Fall auch ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob es der Torwächter oder Schlüsselmeister ist. Auf jeden Fall einer von den Höllenhunden. Ziemlich genial. Obwohl, eigentlich braucht man noch einen zwei. Also ich hoffe, die sind häufig drin. Dann nicht zu häufig. Ich glaube, Rarity könnte alles 1 zu 12 sein. Keine Ahnung. Habe ich tatsächlich, ehrlich gesagt, mich noch gar nicht mit befasst. Aber wäre natürlich nett. Ne? Wäre super. Also ich finde, Mystery Minis sollten nicht seltener sein. Cooler wäre es sogar noch, wenn sie das Ding mit offenem Fenster machen. Na, macht doch nicht Mystery Minis, macht doch einfach Minis. Minis? Funktioniert doch genauso gut. Ihr verkauft die Sachen doch. Ja, also, gut. So, apropos verkaufen, jawohl. Und wenn ihr dachtet, ihr könnt einen Reibach machen mit aktuellen Naruto und Dragon Ball Pops, unter anderem den
Goku Hila, wie ich ihn immer schön nenne, weil er so lange Haare hat, vorne kurz, hinten lang, ne, und dem Glow in the Dark Kuruma, Kurama, keine Ahnung, frag mich nicht, ich bin da immer noch nicht drin in der Materie, aber es ist ja auch egal, ich will euch ja eigentlich nur erzählen, dass ihr das vergessen könnt. Ne? Wenn ihr die jetzt zum Beispiel, es gab den einen Kollegen, gab es in einer 5-Euro-Aktion beim GameStop neulich in Deutschland. Und in Deutschland sind die auch verfügbar. Aber in Amerika waren sie vorher schon ausverkauft, deswegen waren die Preisgeldpreise so hoch. Ne? $70 für den Glow in the Dark-Kollegen hier und so und 40 kostet der andere. Ne? Aber in Deutschland waren sie einfach verfügbar für 15, 16 Euro. Dementsprechend ist das, könnt ihr das vergessen. Ne? Gab natürlich ein paar Leute, die hier richtig rausgedrückt haben, kohlemäßig, und wollten da auch nicht Geld für haben. Ne? Aber das hat sich dann ja im Normalfall nicht verkauft. Und jetzt könnt ihr das ganz vergessen, denn in Amerika gibt es einen Restock. Jawohl, die haben nochmal einiges in die Läden gekriegt und damit wird der Price Guide Preis auch zumindest für eine Weile wieder ordentlich nach unten gehen und dann ist Flippen da gar nicht mehr angesagt. Ne? Also Augen auf, ne? Gebt nicht zu viel Geld aus für die Dinger. Ne? Ja, so. Nächstes ziemlich trauriges Thema und das ist bis jetzt nur ein Gerücht. Das habe ich bis jetzt noch nicht einwandfrei bestätigt bekommen, aber ich möchte euch trotzdem darüber informieren, dass da was im Raum steht. Es sieht fast so aus, als hätte Funko die Lizenz für die Masters of the Universe nicht mehr. Die Gründe dafür sind vielleicht vielzählig. Ich habe gehört, dass es daran liegen könnte, dass die von Leute von Funko diese Savage World Figuren rausgebracht haben, die optisch ja sehr stark an die alten klassischen Masters of the Universe Figuren erinnern. Und dass da Mattel wohl nicht so begeistert von war, dass man nicht gefragt hat vorher, ne, das einfach gemacht hat. Wie auch immer, die genauen Details kenne ich nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob es stimmt. Ne, ich weiß nur, dass es wohl von Funko weitere Masters-Items nicht mehr unbedingt geben wird. Das letzte Item soll angeblich, und das wundert mich, denn er wurde bis jetzt noch nicht angekündigt, ne, ein Buzz-Off sein. Buzz-Off. Ein Buzz-Off. Ja, der soll das wahrscheinlich sein, als ECCC-Exclusive, so wie man hört. Wurde bis jetzt nicht angekündigt, deswegen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben sie das auch eingestampft. Es war ja mal angedroht, dass mal eine Sorceress kommt, als Rock Candy, glaube ich, oder als Pop. Es gab diverse neue He-Man-Rides, die angekündigt waren. Ich glaube, eine She-Ra auf Swiftwind wurde angekündigt. Ich habe das alles mal gelesen auf einer Liste. Ist alles vom Tisch, so wie es aussieht. Ich hoffe nicht, dass es so ist, obwohl auf der anderen Seite würde es mich auch nicht so sehr stören, weil ich bin immer froh, wenn so eine Reihe nicht irgendwie explodiert und zigtausend neue Sachen kommen, sondern sich das immer in Grenzen hält. Ja, und dann ist das auch okay. Ja, sonst ist das Regal nachher nur noch mit Masters voll, das wollen wir auch nicht. Also würde ich ein bisschen komisch finden dann. Ja, dazu sammle ich zu unterschiedlich, ne, auch wenn ich eigentlich so drei Themengebiete habe. Aber hoffen wir, dass es nicht stimmt. Na, und dass da doch trotzdem immer mal wieder noch was rauskommt. Ne? Dass auf der Toy Fair nichts angekündigt war, ist natürlich ein Indiz, aber es gab auch andere Sachen, die nicht angekündigt wurden und sie halten sich ja immer noch einiges in der Rückhand. Wer weiß, was passiert, wenn der Film jemals rauskommt. Ne? Ob dann wieder Sachen kommen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ist das dann schon Spoilery. Und zwar das Thema der April Smugglers Bounty Box zu Star Wars ist Wookiee. Das war richtig schlecht. Alter Schwede. Ich kann das nicht. Manchmal kann ich das ganz gut, aber so richtig war das jetzt nicht. Das war ziemlich schlecht. Oh Gott, mein Wookiee ist so schlecht geworden. Dafür sehe ich bald aus wie einer. Hier, guck mal hier. auf jeden Fall ist Wookiee das Thema. Bei diesen Boxen ist es immer so, wenn Wookiee das Thema ist, wird auch nur Wookiee drin sein. Könnt ihr also davon ausgehen, da wird alles sein mit Wookiee. Wookiee, it's all about the Wookiee. Okay, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ich denke mal, demnächst kommen auch die Dagobah-Spoiler. Ne, das ist meistens immer so, geht das so ineinander über. Ne, aber jetzt das nächste Thema ist erstmal Wookiee. Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Spoiler, der an sich kein Spoiler ist. Aber es ist wieder mal so, das Thema ist sehr leidig. Also ich persönlich denke mir, es ist eine News, es ist kein Spoiler, ich muss das normalerweise direkt zeigen. Jetzt ist es aber so, dass es um Endgame geht. Und da sind die Leute tatsächlich sehr erhitzt thementechnisch und sagen, ich wollte das nicht wissen, warum hast du mir das jetzt verraten? Und deswegen, ja, mache ich einfach mal die Spoilerwarnung hier, Avengers Endgame. Spoilerwarnung, ich habe einen Pop, der euch vielleicht ein bisschen was über die Handlung verrät, zumindest über das Schicksal entsprechend dieser Figur. Dementsprechend, wenn ihr das nicht wissen wollt, müsst ihr jetzt abschalten. Es gibt eh nicht mehr viel zu sehen. So, wenn ihr das wissen wollt, dann bleibt mal dran, denn jetzt kommt der Spoiler. 3, 2, 1, bam! Da ist er. Ja, Tony Stark als Target Exclusive Glow in the Dark. Und ich befürchte mal, das einzige Ding, was leuchten wird, ist dieses komische Teil an seiner Hand. Das wäre so typisch für Funko. Ne? Ansonsten sieht er schon ganz witzig aus. Das ist halt dieser neue Suit, den sie da alle anhaben. Ne?
Ich will gar nicht spekulieren, warum er den anhat. Es gibt da ein paar Ideen, die ich aber hier nicht weiter verraten werde. Tatsächlich spoilt das euch natürlich ein Stück weit, dass Tony Stark da auf seinem Raumschiff dann tatsächlich noch nicht untergeht sozusagen. Ist auch nicht so, seinem Raumschiff untergeht, das klingt auch irgendwie falsch. Ne, aber dass er auf jeden Fall da wegkommt, auch von dem Planeten und so. Und wer den Trailer gesehen hat, weiß ja, dass der da in seinen Iron Man Helm redet und sagt, wir haben kaum noch Essen, wir haben kaum noch Wasser, wir werden sterben. Na, und das wird dann wohl nicht passieren, sonst wäre er nicht dabei in dieser Form. Na, gut. Ja, und das war es dann tatsächlich auch mit Funko. Ja, ich habe euch nichts mehr weiter zu erzählen. Relativ kurze Show. Was ich euch noch erzählen kann, ist auch niedlich. Vielleicht interessiert euch das. Gehört jetzt nicht direkt zu Funko. Aber ihr seid ja alle Fans von Disney-Prinzessinnen und ihr seid Fans von Harry Potter. Das weiß ich ganz genau. Deswegen zeige ich euch das hier mal. Schaut mal, das sind die Cube-Posket-Figuren. Ja, so heißen die. Cube-Posket, ne, von Ben Presto. Die gibt es jetzt im GameStop neu zu kaufen, habe ich gesehen. Na, und zwar reichlich davon. Die sind nicht ganz billig. Das sind jetzt die großen hier. Die kosten 29,95 im GameStop. Die sind dann, ja, so groß. So, keine Ahnung, so 12, 13 Zentimeter werden sie groß sein. Ne? Oder sind das mehr? Vielleicht auch 15. Gute 15 Zentimeter groß. Die sehen auf jeden Fall ziemlich süß aus. Also sehr gut gemacht vor allen Dingen. Ich habe da selber auch eine von. Und zwar die Alice im Wunderland. Die habe ich hier stehen. Die ist echt niedlich. Fällt mir sehr, sehr gut. Und es gibt auch noch kleine Varianten davon, die kosten dann 19,99, glaube ich, habe ich gesehen. Die seht ihr dann hier, da gibt es dann auch noch Jasmin und Aurora und Snow White und deine Mutter wahrscheinlich auch. Ja, deine Mutter ist auch eine Disney-Prinzessin. Siehst du mal, sowas Nettes habe ich noch zu keiner Mutter gesagt. Ja, gut, das war's für heute. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, wenn ihr es am Sonntag guckt. Es gibt ja viele Leute, die machen das zu einem kleinen Ritual. Ich hoffe, ihr seid schon fertig mit Frühstücken, dass das jetzt nicht zu lange gedauert. Also das, weil diese Show ist ja relativ kurz. Obwohl, 15 Minuten kriege ich bestimmt hin, oder? Mal gucken. Werde ich dann beim Schnitt sehen. Alles klar, ihr kennt das Spielchen. Daumen, Abo, Benachrichtigungsglocke, Kommentare und wieder anschalten. Bis dahin bin ich raus. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.